Promi-Geflüster, wieder eine neue Folge und heute wird es mal wieder so ein bisschen, ja, partymäßig, volkstümlich, wie auch immer. Ich habe wieder meine Gäste eingeladen, die wir ja wirklich schon seit, ja, 30 Jahren, kann man sagen, wirklich begleiten. Von Anbeginn ihrer Karriere, da hat es auch bei mir so ungefähr angefangen, was journalistisch, Foto, Presse angeht. Und wenn man den Hintergrund sieht, dann verrät es natürlich schon, wo es lang geht, nämlich schnurstracks ins Zillertal. Und da gibt es in gut 4 Wochen ein großes, großes Fest. 30 Jahre Jutzis, 25-jähriges Open Air und den Bandleader, den Markus, den darf ich jetzt bei mir im Interview begrüßen. Hallihallo, grüße dich, Markus. Hallihallo, schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass wir uns wieder hören und wieder sehen. Ja, liebe Grüße schicke ich aus dem Zillertal. Du bist ja schon perfekt vorbereitet im Hintergrund. Unsere Heimat, also was kann da noch besser sein? Genau, was kann noch besser sein? Nämlich ein tolles, großes Open Air, was ihr zu feiern habt mit eurem Jubiläum. Und dazu, wie gesagt, brauchen wir doch noch ein paar Informationen. Was wird denn so alles passieren? Was wird man erleben können? Ich habe irgendwie gelesen und bin ein bisschen, ja, finde es schade, ihr kündigt es an, das vorerst letzte Open Air. Ja, wir haben jetzt 25 Jahre, wir feiern ja heuer 30 Jahre Jutzi, 25 Jahre Jutzi Open Air. Diese Veranstaltung war eigentlich geplant, nur einmalig zu unserem 5-jährigen Jubiläum. Jetzt bereits heuer machen wir es dann zum 25. Mal und der logistische Aufwand ist natürlich sehr, sehr groß. Und jetzt haben wir heuer einfach mal gesagt, jetzt haben wir es 25 Jahre jedes Jahr gemacht, auch in der Corona-Zeit. Wir haben immer einen sehr großen Aufwand betrieben, damit wir dieses Open Air auch machen können. Und so haben wir heuer dann den Schluss mal getätigt, dass wir sagen, wir machen jetzt mal vorerst das letzte Open Air in unserer Heimat. Soll jetzt nicht heißen, dass wir zukünftig keine Open Airs mehr machen. Kann sein, dass wir vielleicht in 2 Jahren wieder was machen. Kann sein, dass wir auch von Straße in eine andere Gemeinde wechseln. Das schauen wir uns dann einfach an, was auf uns zukommt. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf dieses große Jubiläum, 30 Jahre. Und das wird richtig gefeiert. Und zwar am Wochenende zwischen 15. und 17. August. Und da geht richtig die Post ab. Und da freuen wir uns, haben uns tolle Kollegen eingeladen. Ganz traditionell beginnen wir mit einem Begrüßungsabend. Dann die Fanwanderung am Freitag und am Samstag dann das große Open Air. Genau, das große Open Air, wie gesagt, hinter uns, wir haben es ja schon, Strass, da sozusagen das Eingangstor zum Zillertal, da hat es auch schon seit 25 Jahren jeher immer stattgefunden, gleich neben dem Café Zillertal, so auch dieses Jahr wieder, oder? Genau, dieses Jahr sind wir wieder zurück auf die Wiese. Es hat schon Location-Wechsels auch die letzten Jahre gegeben. Wir waren dann, unser 25-jähriges Jubiläum haben wir auf einem großen befestigten Platz gefeiert. Jetzt sind wir wieder zurück auf der Wiese, weil einfach die Atmosphäre dort da grasen jetzt noch, da weiden jetzt noch die Kühe und wie du richtig sagst, in einem Monat dann wird das Open Air dort stattfinden. Also richtig, so wie man sich's vorstellt, mitten auf einer Wiese wird Bühne aufgebaut, wird das VIP-Zelt aufgebaut werden, die ganze Infrastruktur angeliefert und dann geht's richtig los. Was kann man denn sagen? Welche Gäste habt ihr denn dabei, um ein bisschen hier unsere Zuschauer zu animieren, doch noch vorbeizukommen? Ich glaube, wir haben für jeden Geschmack was mit dabei. Ich sage jetzt mal, von den Trinkwaldern bis hin zu wird dabei sein Fantasy, wird auf der Bühne sein. Dann haben wir Marc auf der Bühne, Stefanie Hertel und viele, viele andere Kollegen. Also es ist wirklich vom Schlager bis hin zur Volksmusik, bis dann zu uns, zu unserer Jutzi-Musik, alles gegeben und alles dabei. Also es wird ein sicher ein sehr, sehr schöner und ein sehr abwechslungsreicher Samstag werden mit Gästen und mit tollen, tollen Fans, gut gelaunten Publikum. Also wir freuen uns schon drauf. Dann habe ich auch gelesen, glaube Julian Reim, den habt ihr auch dabei diesmal. Genau, Julian Reim wird auch mit dabei sein. Wie wir schon gesagt haben, viele, viele Kollegen. Es ist für jeden was mit dabei, glaube ich. Und es darf richtig gefeiert werden. Ja, und dann steht noch drauf ein Überraschungsgast. Aber den verrätst du jetzt noch nicht, oder?
Nee, sonst wäre es ja keine Überraschung. Also Ja. wir haben uns wieder was Besonderes einfallen lassen. Also seid gespannt und am besten kommt's vorbei. Dann könnt ihr all diese Überraschungen auch mit uns mitfeiern und mit uns einfach unser Jubiläum 30 Jahre Jutzi richtig groß feiern. Ja, unbedingt. Also ich bin auf alle Fälle am Start, wenn es genehm ist. Ja, bitte gerne, wir freuen uns drauf. Ja, dann machen wir wieder schöne Berichte nochmal und natürlich auch ordentlich Party und feiern das Ganze mit euch und natürlich auch mit unseren Zuschauern hier bei Promigeflüster, ganz klar. Wenn ihr jetzt so ein bisschen die Zeit nochmal Revue passieren lasst, was sind so schöne Momente gewesen, gerade jetzt auch von den Open Airs her, was waren so Highlights? Highlights in unseren 30 Jahren hat es wirklich sehr, sehr viele gegeben. Man muss jetzt sagen, musikalische Highlights war sicher unsere erste goldene CD, die wir verliehen bekommen haben. Oder auch der erste Fernsehauftritt, den es so gegeben hat. Musikantenstadl-Erlebnisse waren immer Highlights. Dann natürlich auch diese vielen, vielen anderen Fernsehshows, die wir machen durften. Besondere Highlights waren verschiedene Open Airs, jetzt nicht nur bei uns im Zillertal. Wir durften beim Klostertaler Open Air dabei sein, legendäres Klostertaler Open Air, einige Male. Wir waren bei riesengroßen Open Airs in der Schweiz mit dabei. Und es ist immer eine tolle Sache, wenn man so 30 Jahre Revue passieren lässt und einfach sieht, was hat man alles erleben dürfen. Und das Wichtigste ist einfach, wir haben wirklich in diesen 30 Jahren ganz, ganz viele Fans, ganz, ganz viele nette Leute kennengelernt und einfach auch nicht nur Fans, sondern die sind mittlerweile auch Freunde geworden. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Auf alle Fälle. Und wie gesagt, wenn wir so zurückdenken, als wir uns kennengelernt haben und die ersten Fotostories damals gemacht haben, das waren auch noch schöne Zeiten, ganz klar. Auch das erste Open Air, da werde ich mich auch immer noch dran erinnern. Und beziehungsweise ihr wart damals in Fügen, glaube ich. Das war eines der ersten, wo ihr mit den, in Anführungsstrichen, alten Zillertalern, mit euren Vätern sozusagen, auf der Bühne standet. Ja, genau. Genau. In Fügen war es auch, hat es ein Open Air der Zillertaler gegeben und da durften wir auch im Vorprogramm spielen. Und das war einer auch unserer ersten großen Open Airs, wo wir auch teilgenommen haben. Nein, wie schon gesagt, es gibt so viele tolle Erlebnisse und so, so viele Sachen, die wir erleben durften. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz darauf. Was wird es zum Open Air wieder geben? Ist eine CD wieder geplant oder gibt es ein Best-of oder Es wird auf jeden Fall. was steht da in den Startlöchern? Nee. Es wird auf jeden Fall neue Songs geben zum Open Air. CD selbst, ich glaube, das weißt du ja selbst, CDs ist ja jetzt nicht mehr der ganz aktuellste Markt. Es wird natürlich eine CD geben, jetzt nicht zum Open Air, aber dann ein bisschen später. Aber es wird auf alle Fälle neue Songs geben. Es wird die neuen Songs auch dann zu hören geben. Und ja, wir werden in diesen 30 Jahren dann auch musikalisch diese 30 Jahre ein wenig Revue passieren lassen. Es wird alte Songs zu hören sein, es werden neue Songs sein. Und es wird einfach richtig gefeiert. Es wird eine riesengroße Geburtstagsparty, sage ich jetzt mal. Jawohl, da freuen wir uns doch schon riesig drauf. Und wie du gerade sagst, hier CD ist nicht mehr ganz so aktuell. Vieles hat sich jetzt auf Streaming fokussiert und verlagert sich einfach auch. Wie nehmt ihr die neue Zeit mit? Was ändert sich da bei euch? Ich sehe es auch sehr, sehr positiv, muss man sagen. Natürlich hat man, früher hat man halt einfach einen, ich sage jetzt mal, eine große Kiste mit CDs mit dabei gehabt. Diese Kiste kann man jetzt fast schon zu Hause lassen, da, wie du richtig sagst, sehr, sehr viel auf Streaming umgestellt wurde. Es gibt Plattformen, hat Vorteile und hat natürlich auch Nachteile. Ich sage jetzt mal, diese persönliche CD, die man unterschrieben hat, die man als Freund, als Fan dann mit nach Hause genommen hat, das fehlt natürlich, aber der ganz, ganz große positive Effekt ist, man ist einfach schneller und man kann sich auch als Konsument, so wie ich, wenn ich jetzt Musik höre, du hast alles verfügbar, du kannst alles hören, du kannst auch ältere Songs hören, ohne dass ich jetzt eine ganze CD dafür kaufen muss. Also ich glaube, das ist einfach auch der Fortschritt der Zeit. Man muss, ob das jetzt positiv oder negativ ist, das muss jeder selbst quasi auch
für sich entscheiden. Aber ich finde es einfach auch gut, dass man mit der Zeit mitgeht und Streaming beziehungsweise allgemein diese digitalen Dienste werden immer mehr. Es wird immer mehr am Handy konsumiert und deshalb ist es auch wichtig, dass man dort auch präsent ist, dass man dort auch UC Musik uns junge Zillertaler hören kann. Und ich glaube, mittlerweile sind wir da sehr, sehr gut vertreten und da werden auch dann die neuen Songs von uns drauf sein. Sehr schön, sehr schön. Und natürlich auch die neue Technik macht es möglich, dass wir hier so wie jetzt Interviews führen können. Klar, wenn man sich natürlich persönlich trifft, ist es nochmal ganz was anderes, aber mal so ganz kurz zur Überbrückung geht's doch auch, oder? Ich finde es perfekt. Dann schau mal an, wo du bist. Du bist ja, sieht ja aus, wie wenn du wirklich jetzt bei uns im Zillertal wärst. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch solche neuen Möglichkeiten zu nutzen, da man einfach noch schneller ist, man kann einfach noch aktueller informieren. Und ich sehe das auch wirklich auch sehr, sehr positiv. Und es ist für allen eine super Sache, weil man ist aktuell, man hat was Neues und man ist informiert. So ist es. Zwei sind natürlich auch bei den ganzen Open Airs der Fanclub oder die Fanclubs, die waren ja immer sehr, sehr präsent. Wenn man natürlich auch ein bisschen drauf schaut, sie sind auch nicht mehr die Jüngsten. Viele werden vielleicht gar nicht mehr kommen können. Wie sieht es denn mit jungen Fans aus bei euch? Habt ihr da auch Probleme oder sind die nach wie vor präsent? Nee, im Gegenteil, Probleme gibt es bei uns allgemein, Gott sei Dank, mit dem Nachwuchs nicht. Wir haben immer das Glück gehabt, dass wir auch musikalisch das so versucht haben zu machen und auch im Studio das so zu produzieren, dass wir immer sehr aktuell quasi am Puls der Zeit auch produziert haben. Wir haben immer wieder neue Elemente auch produktionstechnisch mit eingefügt und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen unser großer Vorteil. Wir haben wirklich sehr, sehr bunt gemischte Fans, nicht nur, wie es ganz oft heißt, Volksmusik hat und dann nur das ältere Publikum. Im Gegenteil, wir haben ganz, ganz viele junges Publikum, wir haben ganz, ganz vieles Publikum, die auch auf neue Sachen sehr aktiv darauf eingeht. Da sind wir auch sehr, sehr stolz darauf und am Nachwuchs fehlt es uns jetzt nicht. Wir dürfen 30 Jahre auf der Bühne stehen und diese 30 Jahre ist jetzt mittlerweile schon die nächste Generation an Fans dabei und die stehen gleich, ich sage es mal, ähnlich wie vor 20 Jahren, wie vor 30 Jahren unsere Fans. Nur sie sind einfach auch jünger geworden und sie sind nochmals aktiver geworden in Zeiten von Instagram und Facebook und TikTok. Ist man natürlich auch sehr aktuell informiert und ich sehe das alles wirklich sehr, sehr positiv und wir dürfen auch sehr stolz auf unsere Jungen und auf allgemein unsere Fans sein. Genau, also da steht das Jungen natürlich immer wiederum ganz, ganz vorne. Also die jungen Fans der jungen Zillertaler, Genau. so kann man es wirklich sagen. Also der Name Jungen, der bleibt nach wie vor noch drin oder der Begriff Jungen. Ja, grundsätzlich. Ich glaube, es wäre jetzt schade, wenn wir nach 30 Jahren unseren Namen ändern würden. Es ist ja auch eine gewisse Marke hat sich daraus entwickelt. Und jeder, der einfach irgendwo mit unserer Musik was zu tun hat, der weiß ja auch, dass wir nicht nur die jungen Zillertaler, sondern wir werden ja von unseren Fans und Freunden auch sehr oft als Juzis bezeichnet. Also die Jugend, die Junggebliebenen, die wirklich sehr, sehr nahen Fans von uns bezeichnen uns ja sowieso schon seit vielen, vielen Jahren als die Juzis. Und wenn man so gewisse Fernsehshows auch sieht, mittlerweile werden wir da auch als Jutzis angekündigt. Also der Name, glaube ich, ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass man gemeinsam Stimmung machen kann. Es ist, glaube ich, wichtig, ob Sie jetzt Jutzis oder junge Zillertaler sagen. Wichtig ist, dass Sie einfach unsere Musik damit meinen und jeder weiß, was ist damit gemeint. Genau, und alle sind wir hoffentlich im Herzen jung weiterhin. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und somit können eigentlich die nächsten 30 Jahre nur noch erfolgreicher werden, oder? Genau, da freuen wir uns auf die nächsten 30 Jahre. Es wird wieder viel, viel Neues geben, dann auch in den nächsten Jahren. Und wir sind natürlich immer noch sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal, im Saft. Wir stehen sehr gerne auf der Bühne, wir begeistern sehr gerne unser Publikum. Und da können die nächsten 30 Jahre wirklich sehr, sehr gerne kommen. Sehr schön. Also, dann unbedingt kommen ab dem 15. August bis zum 18. 3, 4 Tage geht es Rambazamba im Strass im Zillertal. Wo kann man sich noch Karten organisieren? Wo gibt es noch was? Wo muss man hin? Auf Homepage etc.
Am besten auf unsere Homepage, da ist alles genau beschrieben, wo das Open Air stattfindet, welche Kategorien an Karten es noch gibt, wie die einzelnen Tage so ablaufen werden. Also am besten auf unsere Homepage www.diejungenzillertaler.com oder für alle Insider www.juzi.at. Da sieht man alles, was es um das Open Air gibt, da sieht man alles, was es um unser großes Jubiläum gibt und da kann man alles erfahren, was es um uns Juzi, um uns junge Zillertaler Neues gibt. Wunderbar. Dann freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen in Straß im Zillertal. Ich bin dabei und sage dir, lieber Markus, recht herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Und ich glaube, Danke auch fürs Interview. du hast noch jemand bei dir im Hintergrund, der darf ruhig auch mal noch schnell in die Kamera winken. Der Daniel ist natürlich auch hier fleißig beim Vorbereiten für unser Open Air. Also, wir wünschen euch alles Gute. Danke für alles und wir sehen uns 17. August, das heißt 15. bis 17. August bei uns im Zillertal. Liebe Grüße aus dem Zillertal. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.